Yo, willkommen bei Final Fantasy 16, ein Spiel, auf das ich mich seit den ersten Trailern extremst freue. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir starten in ein Abenteuer, von dem ich mir viel erhoffe tatsächlich. So, ich kenne tatsächlich, obwohl das Spiel jetzt schon relativ lange draußen ist, nichts von der Story. Ich kenne nur das, was man aus den Trailern kennt. Ich habe auch die Demo damals nicht gespielt. Dementsprechend, ich habe hohe Erwartungen. Ich freue mich riesig und ich hoffe, auch ihr seid dabei, wenn wir uns durch dieses Spiel durchkämpfen. Wortwörtlich wahrscheinlich. Final Fantasy 16, da ist es! Hui! Na, und ich habe das hier jetzt schon lange auf dem Schirm gehabt. Habe mir das tatsächlich auch schon kurz nach Release geholt. Aber habe es mir aufgehoben, weil ich mich wirklich darauf konzentrieren wollte und deswegen nicht zwischendurch damit anfangen wollte. Ein Schicksal geschmiedet im Feuer, wirf deine Ketten ab, erwecke die Esper in dir und kämpfe für eine neue Zukunft. Oh, ich freue mich. Okay, so, wir dürfen erstmal ein paar Sachen einstellen. Wir spielen sie auf der PlayStation 5. Es gibt sie aktuell auch noch nicht für den Computer. Es ist schon angekündigt, soweit ich weiß. Also wer darauf warten will, da gibt es, meine ich, auch schon Datum, oder? Können wir gleich mal nachgucken. Bildschirmhelligkeit, machen wir mal eins höher. Schadet nie, die etwas für YouTube etwas höher zu machen. Untertitel lassen wir an. Controller, Vibration, yo. Textsprache Deutsch, Sprachausgabe Deutsch, Leistungsmodus. Grafik oder Bildfrequenz. Die Systemressourcen auf die Höhe der Bildfrequenz oder die Qualität der Grafik konzentrieren. Horizon hat mich gelehrt, dass es besser wäre, mit der Bildfrequenz zu spielen, aber wir probieren es mal mit der Grafik. Vielleicht geht es ja. Wir gucken mal. Visualisierung von Geräuschen. Braucht man nicht. Aber schön, Barrierefreiheit. Spielmodus. Beginne das Spiel mit mehreren Hilfsgegenständen, die das Spielerlebnis erleichtern. Empfohlen für Spieler, die wenig mit Actionspielen vertraut sind und sich auf die Geschichte konzentrieren wollen. Der gewählte Spielmodus hat keine Auswirkungen auf die Geschichte und kann während eines Spieldurchlaufs geändert werden. Actionfokus natürlich. Interessante Bilder hier auch, ne? Oben so eine Wüste. Generell hat mich das Spiel direkt fasziniert wegen dem Mittelalter-Flair. Ich habe ja auch Final Fantasy 15 angespielt damals. Da hat mich das Setting, klar, ich mochte Final Fantasy 10 sehr gerne. Das Setting von 15 ist auch cool, alles gut. Aber in Final Fantasy im Mittelalter mit diesen gotischen Baustilen und sowas, das ist wie für mich gemacht. Gut, so, Bildschirmhelligkeit 6, Untertitel 1, Wireless Control 1, das sieht gut aus. Schwierigkeit gibt es jetzt nicht, ne? Na gut. Die Einstellungen bestätigen und das Spiel beginnen. Oh ja. In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Feuerball. Oh, okay, wir dürfen nicht durchatmen, ich merke schon.
Im Jahre 873. Nysa-Schlucht, Republik Dal-Meskir? Es wird bald hell. Beide Lager regen sich. Ihr kennt unser Ziel. Shivas Dominus. Und auch nur den Dominus. Niemand sonst? Ist ja langweilig. Und diese Frau, sie kreuzt hier wirklich auf? Unser Eins stellt keine Fragen. Hast du verstanden? Das ist ein Befehl. Wir gehen los. Auf, Wyvern. Ohne dich ist die Mission gelaufen. Ja, ich weiß. Bewegung, Wyvern! What? Okay, Moment mal. Was war das denn bitte gerade? Wir waren Phönix und haben gegen den Balrog gekämpft. Alles klar. Ich schmeiß mal die Kamera an. Okay. So habe ich es mir vorgestellt. Er hat es aber nur gedacht, oder? Es war in seinem Auge, in seinem Kopf. Hauptmenü. Unter dem Reitersystem können verschiedene Einstellungen zur Steuerung, Grafik, Ton, Barrierefreiheit und Sprache vorgenommen werden. Einlösbare Gegenstände. Zusatzinhalte können nach Abschluss des Hauptauftrags Zufallsbegegnungen im Hauptmenü unter dem Reitersystem abgerufen werden. Gesamtmusik stimmen. Dann müssen wir das runter machen. Und das vermutlich auch. Weil die Stimmen waren viel zu leise. Controller-Lautsprecher mache ich mal aus. Neige den linken Stick um Clive und den rechten Stick, um die Kamera zu bewegen. Ja, das ist klar. Wow. Das Hauptmenü. Drücke Start, um außerhalb von Zwischensequenzen jederzeit das Hauptmenü aufzurufen. Diverse Einstellungen können dort geändert werden. Hier ist gleich die Hölle los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass mich doch mal ein bisschen umgucken hier. Wow. Clive. Wir haben schon gesehen, alle haben diese Tätowierung im Gesicht. Aber ansonsten wissen wir noch gar nichts. Ich komme ja schon. Und hier sind auf jeden Fall Ruinen von irgendeinem Konstrukt. Sieht schon sehr schick aus. Wow. Sehr felsig hier alles. Okay. Komme. Verdammt. Bewegung. Okay, leicht neigen ist gehen, stark neigen ist laufen. Okay. Springen. Okay. Gerade rechtzeitig. Ja!
so weitergeht, dann brauchen die ihren neuen Dominus gar nicht. Was? Den Toren! Schneller! Los! Jetzt auf einmal weigert ihr euch? Habt ihr uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Genug! Havel, der König ist unser Gast! Und sein Entscheid ist final. Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Dalmekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominus hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominus haben. Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge. Was sagt ihr da? Wenn wir diese Festung aufgeben, haben sie Zugang zur Hauptstadt. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Also, bleib nur ich. Kupka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben. Dafür sorge ich. Großkotz. Benedikta. Gib Acht. Gibt der Löwe etwa Acht, wenn er Hasen jagt? Oder zweifelst du an meiner Kraft? Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benedikta. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Okay. Ganz schönes Chaos. Unsere Chance. Los, jetzt fallen wir nicht auf. Oh.
Okay, sorry, da hat mein Handy geklingelt. Grundsätzlich, das sage ich jetzt auch hier, sage ich bei allen Projekten, es kann immer sein, dass ich angerufen werde und da muss ich rangehen. Ist leider dann meistens dringend. Wir müssen nochmal in die Einstellungen gehen. Es ist eine sehr schwierige Abmischung mit dem Ton. Stimmen. Vielleicht 70-70? Ups. 70-70? Ich habe jetzt meinen Mischpultregler schon recht hochgeschoben, damit die Stimmen passen. Ja, also so wie ich das gerade verstanden habe, hatten wir da den Dominus. Der eine König hat ja dem anderen König die Hilfe versagt, richtig? Mit der Argumentation, ja, ihr habt ja einen Dominus. Und dann meinte der König, ja, aber die haben auch einen Dominus. Und hinterrücks macht der Dominus mit der Benedikta von dem König rum, der gesagt hat, nee, wir helfen dir nicht. Richtig? So habe ich das jetzt verstanden. Okay. Rein Interesse halber, schalte ich mal um auf die Bildfrequenz, ob die Optik wirklich wesentlich schlechter wird. Actionfokus ist richtig. Grafik, Bildfrequenz. Oh. Oh. Oh, ist das... ist das smooth. Okay. Ja, das Kettenhemd. Ich achte jetzt mal auf das Kettenhemd hinten. Das ist ja fast unangenehm. Wir lassen es mal tatsächlich auf Grafik stehen, weil ich das jetzt gar nicht so... Es ist okay, oder? Ja, wobei... Wir stellen es mal auf Bildfrequenz. Bewegungsunschärfe weg. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall total flüssig. Wir müssen mal gucken, ich will jetzt natürlich auch die Optik nicht versauen von dem Spiel. Da müssen wir eine Balance finden. Idealerweise wäre halt eine Mitte aus Bildfrequenz, weil so flüssig muss das auch nicht sein, aber halt auch nicht so stockend wie vorhin. Also, stockend. Gut, okay, die Zwischensequenz hat mir schon mega gut gefallen. Die ganzen Details, ne, mit dem Qualm und ihrem gelben Nagellack. Habt ihr den Nagellack gesehen? Mega. Gut. Noch eine Sache vorweg, ich werde das Spiel sehr entspannt spielen. Ich spiele grundsätzlich seit, keine Ahnung, ein paar Jahren alle Spiele sehr entspannt. Mir läuft ja nichts weg. Ich habe auch nicht das Ziel, das Spiel in einer gewissen Zeit durchzuspielen. Die nächsten Spiele, die ich spielen will, können auch gerne länger warten, weil ich das Spiel hier länger spiele. Deswegen ganz entspannt und mit Genuss, denn das hier ist ein Stück Kunst. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Allein der Soundtrack vorhin. Okay, aber wer sind wir? Sind wir irgendwie... Schön. Worauf warten wir? Auf ihn hier. Los, geh vor. Halt. Spürt ihr das auch? Noch die Ehre gibt. Kommt. Nochmal!
Beweg dein Arsch, Wyvern! Los! Boah, was ist das für ein Spiel? Okay. Oh mein Gott. Komme. Oh Leute, ich gehe hier lang. Alter, das ist wie ein Film. Wie ein Kinofilm. Sie ist direkt über uns. Was ist sie? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Titan. Okay. Ich bin da! Oh Gott. Ja, ich bin ja da. Ich heiße übrigens Clive. Und bleib halt unten. Willst du hier verrecken? Zusammen. Wir sind noch nicht fertig. Joshua. Einfach nur wow. Vor 13 Jahren, im Jahre 860. Rosalie. Gibst du auf? Tja, wenn du nicht zum Schild taugst. In den Ställen gibt es immer Arbeit. Oder willst du deinen Pflichten nachkommen, indem du dich wie ein Schwein im Dreck herumwälzt? Ich mach mir da keine Sorgen. Mein Bruder wird mich immer beschützen. Nicht? Los, irgendwann triffst du ihn schon. Ich glaub an dich. Na dann auf. Das Publikum wäre eine Zugabe. Fangen wir noch einmal von vorn an. Komm. Zeig, was du kannst. Greife Kommandant Moore doch an. Verkette mehrere Angriffe zu einer Kombination. Nahkampfangriffe. Drücke Quadrat für einen Nahkampfangriff. Bis zu 4 Nahkampfangriffe lassen sich zu einer Kombination verketten. Sehr gut. Deine Technik wird sich auch im Gefecht bewähren. Doch wie ist es um deine Magiekünste bestellt? Die Flamme des Phönix brennt in dir. Nun lass sie emporlodern. Los, Clive! Lass Feuer herabregnen! Ich muss gleich nochmal die Einstellungen machen, ne? Also, der Sound ist immer noch nicht optimal. Magie. Drücke Dreieck, um Feuer zu wirken. Mit diesem magischen Geschoss lassen sich auch entfernte Gegner treffen. Exzellent. Ziel fixieren. Weiter so. Ha.
Wunderbar. Weniger würde ich vom ersten Schild Rosarias auch nicht erwarten. Ein Kompliment von euch? Ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich bin am Zug. Versuche, meiner Klinge auszuweichen. Immerhin ist deine Schwertkunst nutzlos, wenn du tot bist, bevor du sie einsetzt. Flink sein, Lord Rossfield! Lord Rossfield. Okay. Drücke R1, um einem gegnerischen Angriff auszuweichen. Perfektes Ausweichen. Weiche Angriffe im perfekten Augenblick aus, um den Gegner zu verlangsamen und ihn so kurzzeitig anfällig für einen Konterangriff zu machen, der mit Quadrat oder Dreieck ausgelöst werden kann. Versuche, meinen Hieben auszuweichen. Nicht ganz. Wie hast du das gemacht? Ich dachte, der trifft. Das war spitze. Okay. Gut. Merk dir, Clive, verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Scharfe Augen und flinke Füße sind unverzichtbare Qualitäten eines echten Schilds. Zudem bist du nicht irgendein Schild, oder? Zeig mir, was dich von dem Rest unterscheidet. In dir schlummert die Kraft des Phönix. Mache dir sein Segen zunutze. Tauch ein in die Flammen und stürm nach vorn. Nun, ich warte. Presche nach vorn. Esper-Kräfte. Clive wurde vom Phönix mit übernatürlichen Esper-Kräften gesegnet, die Manöver wie den Phönixflug ermöglichen. Drücke Kreis, um dich in einem Augenblick entfernten Zielen zu nähern. Während eines Phönixflugs können sowohl mit Quadrat, Nahkampfangriffe als auch mit Dreieck-Magiegeschosse eingesetzt werden. Könnten sich nur all unsere Schilde so bewegen. Beeindruckend. Doch selbst der wendigste Schild wird nicht jedem Hieb entgehen können. Und wie du weißt, können ein paar wenige Schnittwunden genauso tödlich sein wie 1000. Der sicherste Weg, im Kampf nicht zu fallen, ist folgender. Achte auf deine Wunden und versorge sie, wenn nötig. Wo wir gerade davon sprechen, du siehst etwas mitgenommen aus. So geht das nicht weiter. Versorge deine Wunden. Verwende Heiltränke, um deine Lebenspunkte wieder aufzufüllen. Mit helfenden Mitteln wie Heiltränken und Tonika kann Clive seine Lebenspunkte wiederherstellen oder vorübergehend seine Attribute steigern. Ordne den Richtungstasten helfende Mittel wie Heiltränke zu, um sie zügig einsetzen zu können, wenn du sie dringend brauchst. Änderungen können im Hauptmenü unter dem Reiter Gegenstände vorgenommen werden. Die Mittel können dort auch direkt benutzt werden. Also ist das Steuerkreuz eine Schnellwahl für Verbrauchsgegenstände. Supertrank, Steuerkreuz rechts, Heiltrank, Steuerkreuz oben. Das muss reichen. So kannst du nicht weiterkämpfen. Sehr gut. Lass dich während eines Kampfes niemals ablenken. Über Leben und Tod kann ein einziger Augenblick entscheiden. Du musst dazu bereit sein, jedes verfügbare Mittel zu nutzen, um dir deinen Weg zum Sieg zu sichern. Oder zumindest, um den nächsten Tag noch erleben zu dürfen. Genug geübt. Zeit für deine Prüfung. Die Dusche scheint dich gut erfrischt zu haben. Aber bei Bedarf hätten wir noch einen Eimer. Nichts wäre mir lieber. Na dann, Lord Rossfield. Kämpfen wir. Du willst der Ehre würdig sein, dich den ersten Schild zu nennen? Beweis es. Wie ihr wünscht, Kommandant. Komm her, Junge. Zeig mir, was du kannst. Oh Mann. Bricht den Kampfgeist des Gegners. Erschöpfe die gelbe Willenskraftleiste deines Gegners durch erfolgreiche Treffer, um
seinen Kampfgeist zu brechen und ihn für kurze Zeit besonders anfällig für Angriffe zu machen und nutze diese Gelegenheit, um ihm gezielt großen Schaden zuzufügen. Los! Diesmal kriegst du ihn! Du schaffst das, Clive! Bleib einfach ruhig! Dir scheint es ernst zu sein. Weiter so, Clive! Mhm. Gebrochener Kampfgeist. Kommandant Murdochs Willenskraft ist erschöpft. Wenn der Kampfgeist des Gegners gebrochen wurde und er zermürbt am Boden liegt, kannst du ihm großen Schaden zufügen. Drücke R2 plus Quadrat, um mit Lohnschwingen anzugreifen, eine mächtige Esper-Fähigkeit, die Clive durch den Segen des Phönix gewährt wurde. R2 und Quadrat. Triffst meine Erwartungen. Dann muss ich mich ja nicht länger zurückhalten. Los, gleich! Weiter nach vorn! Gleich geschafft! Ich glaube an dich! Du lernst wirklich verdammt schnell, Clive Rushfield. Okay, ein sehr dynamisches Kampfsystem. Wenn man daran denkt, dass Final Fantasy früher mal, also früher, ne, 15 Jahre schon nicht mehr, früher mal rundenbasiert war. Wahnsinn, wie sich das in dieses schnelle, dynamische entwickelt hat. Gefällt mir sehr gut. Gewonnen! Na, ich hab's doch gesagt! Oh ja. Du hast es geschafft. Zum allerersten Mal. Beim Kämpfen kommst du ganz nach deinem Vater. Du bist ein echter Schild des Feuers. Lass dir das nicht absprechen. Auch nicht von mir. Was gafft ihr da noch? Schwerter in die Hand! Joshua, es geht schon. Verschwende deine Gabe nicht. Nicht für sowas. Warum nicht? Wenn meine Schilde mich schützen, dann muss ich... Darum. Heute Morgen auch schon. Bleib lieber im Schloss. Nicht so schlimm. Ist nur ein Husten. Pass auf dich auf. Seine Gnaden ist zurück! Vater ist da! Euer Gnaden, bitte! Solch ein Ort ist eurer nicht würdig! Für Joshua bin ich mir für nichts zu schade. Ich will meinen Sohn sehen. Meine Herren, Rosaria dankt euch für eure unermüdliche Loyalität. Hab Dank, euer Gnaden! Zu euren Diensten. Joshua! Warum bist du nicht im Schloss? Das ist kein Ort für dich. Entschuldige. Guten Tag, Mutter. Komm, Joshua. Dein Vater erwartet uns. Lord Murdoch? Jawohl. Wer behandelt so sein Eigenfleisch und Blut?
Ich weiß. Was kann er denn dafür? Nicht jeder kann der Phönix sein. Gehen wir, Jill. Schon gut, meine Freunde. Willkommen zurück! Danke, Joshua. Wie geht es? Besser? Ja, Vater, viel besser! Heute haben wir Clive beim Kämpfen zugesehen. Tatsächlich? Leise, Torgal! Aufhören! Hör auf! Das wird ein fabelhaftes Tier werden. Vater. Nicht nötig, Jill. Danke, euer Gnaden. Die Hauptstadt freut sich eurer Rückkehr, euer Gnaden. Krieg zieht auf, mein Sohn. Halt dich bereit. Ist es wirklich schon so weit gekommen? Komm in den Thronsaal. Wir müssen reden. Ja, Vater. Majestät. Schilde, abtreten! Hin, Gehst du jetzt gleich zu deiner Audienz? Ja. Morgengrauen und Abendrot. Finde den Weg, nicht sicher, wo du hin musst. Halte den rechten Stick gedrückt, um dir die richtige Richtung... Um dir die richtige Richtung zu weisen zu lassen. Das nächste Ziel eines Hauptauftrags wird dir zudem mit dem roten Schildsymbol angezeigt. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich muss Vater sprechen. Wie süß ist Torgal, bitte! Okay, das ist aber schon krass, ne? Also, Joshua ist der Phönix. Das, Wesen des Volkes, sozusagen. Ich würde ja fast elementar sagen. Und Clive nicht. Clive ist deswegen nur der erste Schild. Und Jill ist nur die Schwester vom Phönix. Und deswegen ist die Mutter so herabwertend zu denen? Heftig. Ich muss mal ganz kurz telefonieren, ich bin aber sofort wieder da. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Hauptmenü, Status. Unter dem Reiter Status findet sich ein umfassender Überblick über Clives derzeitige Stufe, Attribute, Fähigkeiten und Ausrüstung. Okay. Oh mein Gott. Was ist denn das unten rechts bei Gruppe? Diese kleinen süßen Zeichnungen, diese Pixel-Arts. Okay. Hm.
Okay, oh mein Gott. Hauptmenü Gegenstände. Unter dem Reiter Gegenstände können alle nicht ausrüstbaren Gegenstände im Inventar eingesehen werden, einschließlich derer, die eine wichtige Rolle bei Aufträgen spielen. Mittel wie Heiltränke oder Tonika können von hier direkt benutzt werden. Mach mal die Kamera an. Okay, ich weiß noch nicht, welche Seite cleverer ist. Rechts oder links? Müssen wir mal gucken. Gegenstände können einem Schnellmenü zugewiesen werden. Wähle einen Gegenstand aus der Liste aus und drücke Quadrat, um das Schnellmenüfenster zu öffnen. Okay. Schnellmenü, Heiltrank, Supertrank, Steinhaut-Tunikum. Lassen wir erstmal so. Clive, Stufe 5, 800 Lebenspunkte. Journal. Unter dem Reiter Journal findest du Informationen zu deinem Fortschritt in der Geschichte sowie zu allen laufenden und abgeschlossenen Nebenaufträgen. Morgengrauen und Abendrot. Das Großherzogtum Rosaria rüstet sich für den bevorstehenden Krieg gegen seinen ewigen Feind, das Eiserne Königreich. So auch Clive, der trotz seiner jungen Jahre zum ersten Schild Rosarias erwählt wurde, fest entschlossen, seine Pflicht zu erfüllen und seinen Bruder Joshua, den Dominus des Phönix, mit seinem Leben zu beschützen. Okay, jetzt schon wieder voll viele Informationen. Also unser Bruder Joshua, der kleine Bruder von uns, ist unser Dominus. Kann sich also in so einen Phönix verwandeln, schätze ich mal. Und wir nicht. Deswegen mag unsere Mutter uns auch nicht. Unser Vater so ein bisschen, aber nicht so richtig. Er will es nicht richtig zeigen. Joshua ist der Dominus, der kann sich also zum Phönix verwandeln, ist klar. Wir haben nur so ein bisschen Phönix-Kraft abbekommen. Wir können so einen Phönix-Sprung und sowas. Und wir sind der erste Schild. Sprich, wir sind der erste Verteidiger unseres Bruders. Denn der als Dominus ist die Zukunft unseres Königreichs. Schätze ich mal. Abgeschlossen, Stolz. Wer den Dominus stört, ein Brand entfacht. Es ist das Jahr 860. Nach einem kalten Winter ist der Frühling ins Großherzogtum Rosaria zurückgekehrt und das ganze Land weiß, dass wieder Krieg droht. Im Hof des Schlosses Rosalit üben sich tapfere Recken, die ihre Leben dem Dienst ihrer Heimat verschrieben haben, im Kampf mit dem Schwert. Unter ihnen ein gewisser Jüngling, der darauf wartet, sich vor denen, die er liebt, als würdig zu erweisen. Okay, das waren wir, als wir das Training gemacht haben. Es ist das Jahr 873, 13 Jahre später. Die ersten Sonnenstrahlen tasten sich durch die Nysa-Schlucht voran, wo sich die Armeen der Republik Dalmekia und des Eisernen Königreichs mit ihren jeweiligen Espern, Titan und Shiva, gegenüberstehen. Derweil beobachtet auf den Klippen hoch über ihnen eine kleine Gruppe Trägersoldaten, wie Falken ihre Beute in der Tiefe. Okay, wieder sehr viel Information. Wir sind jetzt in die Vergangenheit gereist. 13 Jahre in die Vergangenheit. Wir erleben ja gerade die Vergangenheit unseres Königreichs. Am Anfang war 1873, wir hatten die zwei Fraktionen Republik Dalmekia und das Eiserne Königreich. Das Eiserne Königreich ist ja auch in der Vergangenheit unser ewiger Feind gewesen. Also müssten wir ja theoretisch auf der Seite der Republik Dalmekia gewesen sein. Und beide haben einen Titanen. Ach, einen Titanen. Einen Espern. Titan und Shiva. Diese Eisfrau war also Shiva und das andere war der Titan. Das war dann dieser Typ, der da mit Benedicta im Flur, ihr wisst schon. Wundert mich jetzt nur von der Schriftart her. Ah, nee, macht Sinn, oder? War der Titan doch? Nee, der Titan gehört ja zum Eisernen Königreich. Und Shiva zur Republik Dalmekia, richtig? Weil dann wäre es ja irgendwie falsch rum. Titan und Shiva, Republik Dalmekia und das Eiserne Königreich. Ihr wisst, was ich meine. Okay, ein Brand entfacht. Im Kampf ineinander verschlungen erhält ihr Feuer die dunkle Nacht. Der eine ein Zeichen der Hoffnung, der andere ein Wesen, das nicht sein dürfte. Denn in dieser Welt kann es nur eine Esper des Feuers geben. Damit ist natürlich der Kampf vom Anfang gemeint, Phönix gegen Balrog. Okay, ich bin drin. Gegenstände ist klar. Mittelmaterial Besonderes. Abzeichen der Schilde. Ein Siegel aus Messing, das herzogliche Schilde nach ihrem Ritterschlag erhalten. Möge das Licht der Kristalle uns segnen und die Flamme des Feuervogels auf ewig brennen. Heiltrank. Dieser heilende Aufguss aus heimischen Kräutern kommt an der Front häufig als kostengünstige und weniger dramatische Alternative zu Skalpellen und Knochensägen zum Einsatz.
20. Okay, der Supertrank heilt 40. Dieser hochwirksame Aufguss aus heimischen Kräutern wird an der Front zur ambulanten Versorgung von schwerverletzten Soldaten eingesetzt, wenn keine Sanitäterzelte in Reichweite sind. Und Steinhauttunikum. Erhöht die Verteidigung für 90 Sekunden um 30%. Die Euphorie, die durch dieses übelriechende Kräuterpulver ausgelöst wird, enthemmt und beschert Wahnvorstellungen von sagenhafter Unbesiegbarkeit. Ein treuer Begleiter von Soldaten, die sich im Kampf das Sicherheit spendende Gefühl einer dickeren Haut wünschen. Steinhauttunikum. Klingt nach Placebo-Effekt. Aber okay. Status. Wir haben das rosarische Treueschwert und den rosarischen Gurt, aber keine Armschienen. Und keine drei Ketten. 80 Angriff, 20 Verteidigung, Kraft, Schutz, Wille, Kampfgeist, aha. Erfahrungspunkte, Gil. Wir sind Stufe 5, ich gehe mal rüber. Wir sind Stufe 5. Gil ist dann die Währung, Fähigkeitspunkte 50. Fotomodus. Yo. Schwierigkeiten, den besten Winkel oder gute Lichtverhältnisse für deinen Screenshot zu finden. Mit dem Fotomodus kannst du eindrucksvolle Bilder ganz nach deinen Wünschen erstellen. Yo. Cool. Yo. Mhm. Ausrüstung und Esper. Unter dem Reiter Ausrüstung und Esper kann Clive sowohl mit Waffen und Ausrüstung als auch mit Esper-Fähigkeiten ausgestattet werden. Ausrüstung. Okay. Rosarisches Treueschwert. Beim Eintritt in die herzogliche Armee erhält jeder angehende Schild ein Schwert, das nicht nur als Waffe dient, sondern auch für den Treueeid steht, den er seinem Land geschworen hat. Dieses Exemplar ist um etwa eine Handbreit verkürzt, damit es auch von Knappen leichter geführt werden kann. Ein Gurt, der seinen wesentlichen, aber simplen Zweck erfüllt, die Hose am Rutschen zu hindern. Viel mehr ist von diesem einfachen Lederband nicht zu erwarten. Schön, und hier haben wir gar nichts. Okay. Ach, sind das dann die Esper-Fähigkeiten hier, oder was? Und System. Ich würde nochmal 5 runtergehen. Und den Ton noch höher schieben hier an meinem Mischpult. Wow. Alleine vom Storytelling natürlich schon echt geil mit diesem in die Vergangenheit reisen und direkt am Anfang dieser große Kampf. Und Schokobos. Hallo? Schokobo-Pfleger. Eurem Ross geht es blendend, Milord. Nicht wahr, Ambrosia? Ambrosia. Eurem Ross geht es blendend, Milord. Nicht wahr, Ambrosia? Okay. Die Eisernen sind wahre Krieger. Von denen könntest du noch was lernen. Wenn sie sich mit dem Phönix anlegen, sind sie nur noch Asche. Tja, wenn's nur so einfach wäre. Der königliche Schokobo, natürlich schön mit Brustpanzer und Schnabelverstärkung. Freue mich aber, dass zumindest der Vater nicht so anti-Clive ist. Los jetzt! Ladet schnell aus, bevor die Herzogin uns hier beim Trödeln erwischt. Schon dabei! Oh, okay. Gegenstände finden. Es lohnt sich, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. An funkelnden Punkten am Boden kannst du Gegenstände finden. Was genau du gefunden hast, kannst du unter dem Reiter Gegenstände im Hauptmenü überprüfen. Ein Heiltrank. Es wird ernst, Männer. Beenden wir das Treiben der Eisernen und sichern die Zukunft, unsere Heimat. Ja, ich habe das ungute Gefühl, dass das nicht funktionieren wird. Hallo?
wahrlich fabelhaftes Duell. Ja, ich war wie gebannt. Danke, danke. War gar nicht so schwierig. Schildhauptmann. Das war wirklich großartig, Lord Rossfield. Ein Mann mit euren Fähigkeiten verdient es, erster Schild zu sein. Ungeachtet von Alter und Erfahrung. Ja, das ist generell so. Es gibt viele Leute, die auch durch ihre innovativen Ideen Entscheidungen treffen sollten. Und nicht immer nur durch Erfahrung. Und Alter. Hallo. Dass mir ja kein Kristall verloren geht. Ja, die Rolle der Kristalle wurde ja auch im Intro kurz angekratzt. Da bin ich auch gespannt, was da noch kommt. Das muss hier alles weg, bevor es dunkel wird. Wäre nicht schlecht, nur dass man hier durchkommt. Da liegt was. Es sieht wunderschön aus. Jeden Tag kommen mehr Flüchtende an. Ach, wenn wir erstmal Eisenholm erobern, hat sich das erledigt. Deinen Optimismus möchte ich haben. Ja, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Das habe ich doch schon gesagt. Dass du mir ja die Klingen alle noch wetzt. Ja doch! Denkst du, ich lasse unsere Männer mit stumpfen Schwertern in den Krieg ziehen? Na, ja, guck mal, Feuerkristalle wahrscheinlich, oder? Das Gefängnis, oder? Da unten sind nur Ratten und Räuber, Milord. Schade. Okay. Verschlossen. Versuchen wir es durch den Seiteneingang. Wäre auch zu einfach gewesen, ne? Aber wow, also ich bin gepackt. Ich will euch meine Emotionen jetzt auch mitteilen. Bereitet alles vor. Wir müssen jederzeit marschbereit sein. Die Kleine hier scheint es kaum erwarten zu können. Wenigstens eine, die auf mich hört. Oh, die Schokobos. Es gefällt mir. Erster Eindruck, wir haben natürlich noch kein richtiges Gameplay kennengelernt, sondern nur die Einleitungsgeschichten. Aber wow, das Storytelling gefällt mir sehr gut. Es ist sehr spannend. Und vor allen Dingen... Der Phönix wird uns beschützen. Hoffentlich. Gegen ihn sind diese Barbaren machtlos. Hoffentlich. Vor allen Dingen wirkt die Spielwelt sehr durchdacht. Wir haben diese Eisernen mit ihrem Titanen. Wir haben dann diese anderen, diese Republik mit ihrer fliegenden Eisfrau. Und wir mit unserem Phönix. Und schon krass, auch die Zwischensequenzen. Wow. Wow, wow, wow. Ich muss schon wieder rangehen, Leute. Einen Moment bitte. So, also, heute ist auf jeden Fall ein schlechter Tag, um mit einem neuen Spiel anzufangen. Ich bin jetzt schon eine Stunde später, als ich eigentlich sein wollte. Ich wollte schon zwei Aufnahmen gemacht haben. Ist aber nicht schlimm. Ja, ich sag ja, wenn ich angerufen werde, ist es meistens wichtig. Okay, also, was ich gerade sagen wollte. Mir gefällt es sehr gut, wie komplex jetzt schon die Hintergrundgeschichte ist. Und man hat das Gefühl, dass diese Königreiche bestehen. Und man in eine lebende Welt kommt, in der es Konflikte gibt, in der es diese Espa gibt, diese Avatare der Länder irgendwie. Kann man auch mehrere Espa haben? Offensichtlich nicht, da ja der Phönix gegen den Balrog gekämpft hat. Ne, ihr wisst schon. Das war wie Gandalf mit dem Balrog. Naja, gut. So, okay, wir machen weiter. So. Okay. Oh, das Hühnchen. Haben wir sie denn, Jill, als Erwachsene gesehen? Nee, oder? Nee, ich meine nicht. Euch, Milord, schenkt diesem jämmerlichen Tollpatsch einfach keine Beachtung. Verbeug dich, du Esel. Aber ich... Darf ich dir erlaubt zu sprechen? Das ist nicht nötig. Wirklich.
Doch, verzeiht seine Manieren. Allein eines Blickes von euch gewürdigt zu werden, ist mehr als seinesgleichen verdient. Ja, andernorts würde er nicht mal halb so gut behandelt werden wie bei uns in Rosaria. Wie ich ihm Tag für Tag aufs Neue einbläue, war es sein Glück, dass er in eures Vaters Reich geboren wurde. Seht auf, bitte. Los! Sein Ungeschick werdet ihr ihm doch nachsehen. Sehr wohl, wenn das in eurem Sinne ist, Milord. Schon dich etwas. Denk dran, Rosaria braucht deine Kräfte. Wir tun alle unser Bestes, Milord. Ja, wir alle. Komm, gehen wir jetzt. Die Pflicht ruft, mein Guter. War das der, der von dem Stein getroffen wurde? Oh Mann. Es ist schon fantastisch. Und eine eigene Treppenanimation, natürlich. Wir bereiten das Abendessen vor. Da hat wohl jemand Hunger. Der Hund? Ach, guck mal. Aus den Kristallen gewinnen die Wasser zum Beispiel. Das haben wir auch schon gesehen. Und aus den Feuerkristallen Feuer. Sklavenaufseher. Ich sorge dafür, dass die Träger den Brunnen mit Wasser auffüllen. Mit unseren Kristallen sollten wir besser sparen. Die Weizenernte ist dieses Jahr mager ausgefallen. Dabei sind die Speicher ohnehin schon fast leer. Ja, ich sag da nichts zu. So, okay. Freuen wir uns, dass wir überhaupt noch was haben. Genau. Auch wenn die Ernte mager war, habt ihr immerhin überhaupt eine Weizenernte gehabt. Was ich sagen wollte, wow. So eine Rolle spielen die Kristalle also. Die spenden Wasser und Feuer. Gibt es denn dann... Ja klar, klassisches Feuer gibt es wahrscheinlich auch. Kommen wir hier zum Gegenstand, habe ich es mir doch gedacht. Hallo. Jo, die haben alle dieses Zeichen im Gesicht, aber gerade der ja auch, dieser... Träger. Eine wahre Glanzleistung. Lord Murdoch konnte einem beinahe ein wenig leid tun. Supertrank, okay. Wow, also ich bin begeistert. Erster Eindruck, wow. Optisch, grafisch, aber natürlich auch von der Hintergrundgeschichte her. Das fasziniert mich fast noch am meisten, dass wir dieses Gefühl haben, in so einer Welt voller Konflikten zu stecken. Die Gut. Weizenernte ist dieses Jahr mager ausgefallen. Dabei sind die Speicher ohnehin schon fast leer. Freuen wir uns, dass wir überhaupt noch was haben. Gut, dann würde ich sagen, das war die erste Aufnahme von Final Fantasy 16. Wir werden selbstverständlich weitermachen und ich bin gespannt, was unser Vater uns zu berichten hat, ihre Majestät uns zu berichten hat, über den bevorstehenden Krieg, der sicherlich etwas mit den Eisernen zu tun hat. Lasst mir gerne eure Meinung da und ich freue mich, wenn wir im nächsten Video genau hier weitermachen. Bis dann. Ciao.